Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Sommer und in meiner neuen Bücherwoche. Ja, die Woche war sehr sonnig, sehr warm, sehr schön. Ich habe die Tage wirklich sehr, sehr genossen. Ja, zwischendrin gab es auch mal ein wenig Gewitter und Regen. Und bei uns so circa 40 Kilometer entfernt gab es sogar Hochwasser und Überschwemmungen. Und man denkt sich, das ist ja gar nicht so weit weg. Also das ist schon, wenn so was Elementares vor sich geht, hat man schon so ein bisschen seine Gedanken dazu, wenn da Autos wegschwimmen und auf einmal Wege nicht mehr da sind, wo sie einst waren. Ich bin ganz froh, dass wir verschont wurden, dass es bei uns eher nur so eine Art Blitzregen war. Es ist natürlich aber schon ganz schön heavy, wenn nicht viel weiter in der, sag mal, nächstgrößeren Stadt so etwas passiert. Also in der Hoffnung, dass es bei euch allen irgendwie gut gegangen ist mit den Unwettern. Man hat so das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren ein bisschen verstärkt hat. Aber ja, ich genieße trotzdem den Sommer, und das Einzige, was ich wirklich nicht am Sommer mag, sind die Insekten. Ich bin an den Beinen zusammengestochen und man fragt sie so, wo kommt das nur her? Und ich glaube, ich muss da mal irgendwie mir was einfallen lassen, mich vielleicht mit Zitrone einreiben, damit das nicht so extrem ist. Ja, in dieser Bücherwoche habe ich drei Bücher beendet, ein Buch leider abgebrochen. Ich habe eine Serie gesuchtet, die zweite Staffel von Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix, und war da doch ganz schön gebannt und habe die Nächte dann so ein bisschen zum Tage gemacht. Auch ist das ja die Woche nach Frankfurt, zumindest für mich ja jetzt dann noch gewesen. Und man hatte da natürlich schon den einen oder anderen Moment, wo man da wieder an Erinnerungen hat. Man schneidet seine Videos, man guckt die Videos der anderen. Und das ist natürlich schon was auch unglaublichen Spaß macht. Und auch ich habe am Wochenende meinen Vlog zu Ende gedreht, den ihr jetzt in der kommenden Woche erhaltet, wenn dieses Video zumindest online kommt, genau. Und ich freue mich schon mega, mega, mega auf Berlin, was ja dann, wenn ihr das Video seht, noch 4 Wochen sind. Ich glaube, so sollte es sein. Ja, mit der Zeitversetzung der Videos bin ich immer noch ein bisschen irritiert, aber ich werde mich da auch dran gewöhnen. Ich denke, wir sprechen wie immer erstmal über die Bücher, die hier in einem Stapel neben mir liegen. Begonnen hat die Woche, beziehungsweise tatsächlich ja auch dann der Pfingstmontag bei mir, mit Die Schönheit der Nacht von Nina George. Ein absolutes Highlight. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich hätte es, glaube ich, nie erwartet, und ich habe schon wieder Nina George gesagt, es ist aber Nina George, denn die Autorin ist ja eine Deutsche. Ach, ich muss mir das abgewöhnen, das ist ganz schrecklich. Ja, ein unerwartetes Highlight, und ich bin so happy, dass ich es gelesen habe. Auch das zweite Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Das war ein Hörspiel von Markus Heitz, Die Meisterin. Exklusiv bei Audible erhältlich, und ich bin ja seit Monster 1983 ein riesen, riesen Fan von Hörspielen. Habe aber überhaupt nichts Vergleichbares irgendwie gefunden und war sehr gespannt, was Markus Heitz hier so ein bisschen bei Dark Fantasy sich einfallen lässt, und habe das ja schon angefangen zu hören, als ich in Richtung Frankfurt war, habe auf der Heimreise weitergehört und ist dann Mitte der Woche auch beendet. Ein auch absolut tolles Hörspiel, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Dann leider das abgebrochene Buch, und zwar das Leseklubbuch Mai, die Holunderschwestern von Theresa Simon. Ihr seht, wo der Abbruch stattgefunden hat. Ein bisschen, glaube ich, knapp unter der Hälfte, wenn ich mich nicht täusche. Warum und weshalb, dazu dann natürlich gleich ein bisschen mehr. Und das letzte Buch der Woche, sozusagen auch ein kleines Highlight, wenn auch mit ein, zwei Schwächen, ist Wie man die Zeit anhält von Matt Haig. Ich bin ja ein großer Fan des Autors und habe eigentlich nur Gutes in diesem Buch erwartet und habe viel mehr bekommen, als ich erwartet habe. Und darauf freue ich mich jetzt auch, euch ein bisschen zu berichten. Aber wir starten wie gewohnt natürlich mit dem ersten Buch von Nina George. Fragt mich nicht, wie ich darauf komme, warum mich dieser Name immer so ins Englische driftet, denn die Autorin ist ja definitiv eine Deutsche, auch wenn ich mal wieder nicht weiß, wo sie herkam. Ich glaube, Berlin hat sie hier was geschrieben.
ist in Bielefeld geboren und wohnt jetzt in Berlin. Ich habe keine Ahnung, wieso ich immer auf Nina George komme. Ja, mein allererstes Buch von Nina George ist Die Schönheit danach. Das ist jetzt auch ihr aktuelles Buch. Das Lavendelzimmer habe ich noch auf dem Sub. Und ich kenne bisher nur, glaube ich, eine Kurzgeschichte von ihr, das mal in so einer Anthologie von Gabriela Engelmann enthalten war, die ich sehr, sehr schön fand und deswegen auch, glaube ich, das Lavendelzimmer mir zugelegt habe. Ich habe das Büchlein geschenkt bekommen und direkt Sonntagabend noch begonnen, es zu lesen und habe auch Pfingstmontag damit verbracht, hatte dann aber immer mal so das Gefühl, dass es fast zu viel an Gefühlen in mir auslöst und ich deswegen ein bisschen pausieren musste. Ja, wir erleben hier Claire, die schon sehr lange mit Giles zusammen ist und beide haben auch einen schon relativ großen Sohn. Ich glaube, der war so Anfang 20 und ja, beide haben sich irgendwie gefühlsmäßig auseinandergelebt, denn beide führen zwar scheinbar das perfekte Leben in Paris, aber suchen eben ja den Gefühlskick auch bei anderen. Denn wir erfahren ziemlich zu Beginn, dass Claire in Hotelzimmern fremde Männer trifft und mit denen eben ein Verhältnis hat und sie auch in dem Bewusstsein lebt, dass ihr Mann sie eben durchaus auch betrügt. Es ist aber nie Thema in dieser Ehe und Claire hinterfragt so ein bisschen ihr Leben, ob es das schon gewesen ist. Denn eigentlich ist sie Verhaltensbiologin, betrachtet also eigentlich sehr viel von der theoretischen Seite und merkt aber dann so in diesem Punkt an ihrem Leben, irgendwas ist nicht mehr so richtig. Ja, ihr Sohn stellt uns eines Abends dann seine neue Freundin Julie vor und das ist bereits eine bekannte Person, ein bekanntes Gesicht für Claire, denn sie hat diese junge Frau vor kurzem im Hotel getroffen, als sie gerade einen ihrer Liebhaber verlassen hat. Und das führt natürlich so ein bisschen zu Irrungen und Wirrungen. Und als sie dann auch noch gemeinsam, ich glaube, 8 Wochen in die Bretagne ins Ferienhaus fahren, zum letzten gemeinsamen Sommer, erleben wir natürlich so ein bisschen das Leben und die Gefühlswelt der beiden Frauen. Und darum geht es in diesem Buch. Es hat nicht unbedingt geschichtlich einen roten Faden, sondern es geht wirklich vornehmlich um Emotionen, um Gefühle, um Gedanken, um die Gedanken über die Gefühle und was Frauen denken, fühlen, mitmachen, was sie beschäftigt, wie sie es beschäftigt. Und das fand ich mega, mega spannend. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn Steffi, du bist ja selbst eine Frau, du wirst doch wissen, wie Frauen ticken. Tatsächlich wusste ich das bis zu diesem Buch nicht so on detail. Natürlich kennt man sein eigenes Gefühlsleben und seine eigenen Gedanken, aber gerade in Bezug auf das Fremdgehen, was mir komplett fremd ist, fand ich es sehr interessant, was eben Gründe dafür sein können und betrachte das Thema jetzt tatsächlich mit einer gewissen Distanz, doch verständlich. Also damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich Claires Verhalten gut finde, aber für sie gibt es eben erklärbare Gründe dafür, warum sie das tut und auch warum sie das von ihrem Mann irgendwie nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass es eben das ist, was, wenn man eben erwachsen ist, doch einen Unterschied macht, dass man manches doch mit Vernunft betrachtet. Was man aber dann wieder merkt, als die Geschichte sozusagen in die gefühlvolle Richtung geht, dass dann doch wieder all die Erklärungen, die man vorher hatte, vielleicht sich doch irgendwie widersprechen. Also es ist mega, mega spannend und mich hat hier auch immer die Frage beschäftigt, bei den Gedanken über die Frauen, die einem natürlich zum großen Teil bekannt sind, aber eben, frage ich mich auch immer, denken da Männer anders? Natürlich gibt mir dieser Roman jetzt darauf keine Antwort, aber diese Intensität, in die uns hier Claire und auch Julie nahegebracht werden, was die durchmachen, wie sie Dialoge führen, was sie aussprechen, was sie denken und wie man da eigentlich zwischen den Zeilen lesen müssten, fand ich mega spannend, weil so ist es im Leben. Also das fand ich eine ganz, ganz interessante Erkenntnis, die ich bei diesem bildgewaltigen Sprachstil einfach hatte, dass es so im Leben eben genau ist. Es war unglaublich emotional, es hat sinnliche Sprache, es hatte einen Hauch Melancholie, wo man dann wirklich bei sich selbst die Gedanken anfangen und das Rad dreht sich und man so Gedankenanstöße auch annimmt. Und ja, das waren dann eben auch die Momente, wo ich so ein Buch eben auch einfach mal weglegen musste. Und es regte in mir wirklich sehr viele Gedanken an, sehr viele Gefühle. Ich war
ja, sehr, sehr tief in dieser Geschichte drin. Und ich fand wirklich, dass Nina George hier eine große Sprach- und Schreibkraft an den Tag legt und einen wirklich so mitreißt. Also das ist wirklich wie so ein Wasserfall gewesen. Man wurde hineingezogen und dann muss man im Grunde weiter schwimmen. Und das fand ich einfach großartig. Ich hätte es mir überhaupt nicht so vorgestellt. Allein bei dem Titel denkt man sich ja auch noch nicht wirklich so etwas. Auch bei der Dicke des Buches. Alle Infos zu den Büchern wie immer in der Infobox. Und auch die Städtebeschreibung, die Landbeschreibung. Man riecht die Bretagne förmlich. Und es waren tolle Ortsbeschreibungen mit dem Meer und das Ländliche. Und gleichzeitig natürlich auch Paris und zu Beginn auch das Hotelzimmer. Also es waren Orte dabei, die man förmlich gespürt hat, in denen man förmlich mit eingetreten ist mit der Autorin. Und man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass man lesen würde, sondern man hat eher so das Gefühl, ja, eines Kunstwerkes, das man sich irgendwie wie ansieht, während es entsteht. Also es ist von dieser Gefühlswert, wie Claire im Grunde und auch Julie, wie die sich entwickeln, was ihre Gedanken, ihre Gefühle, wie das miteinander so hineinspielt, dieses Werden und Loslassen und Festwerden, und das war wirklich großartig. Also eine Wahnsinnsgeschichte, eine Sprache, die ich großartig fand und die mich wirklich sehr, sehr mitgerissen hat. Ich muss ehrlich sagen, das letzte Kapitel hätte es für mich nicht gebraucht. Ich hätte das Ende im vorletzten Kapitel besser gefunden. Nichtsdestotrotz ist das wirklich so ein ganz kleiner Punkt, den ich kritisieren würde, insofern es überhaupt eine Kritik ist. Aber es war wirklich ein absolutes Highlight für mich. Also, ja, so ein Buch mit so viel Gefühl, mit so viel Emotionen, und was mich so gedanklich auch nachhängen lässt, hat man tatsächlich selten. Und es ist auch einfach so ein erwachsenes Buch, und ja, es war einfach großartig. Also ja, vielen, vielen Dank für den Buchtipp an Roman und dass ich das Buch in Frankfurt ja, geschenkt bekommen habe, sozusagen. Ich glaube, es war erst geplant als Leihgabe. Jetzt darf das Highlight bei mir im Regal stehen bleiben, und ich kann es absolut nur weiterempfehlen, und es ist auch einfach mal was anderes und hat mir wirklich große Freude bereitet. Auch großartig, und das möchte ich nicht vergessen, es sind zwei Zitate, die ich herausgeschrieben habe. Und bei dem einen, da muss ich gucken, dass ich das auf eine Postkarte bekomme. Und zwar: in jedem Blick suchen wir das Meer und in jedem Meer den einzelnen Blick. Ja, genau so ist es. Und dann fand ich auch super, super schön: weder deine Zukunft noch deine Vergangenheit liegen fest. Du kannst immer wieder aus dir selbst heraus neu entstehen. Und ich, ja, bin da wirklich, ja, großartig. Also einfach Hammer, absolute Empfehlung. Lest es und ja, taucht in die Gefühlswelt ja, der Frauen sozusagen ein. Dann etwas ganz anderes habe ich parallel gehört, und zwar Die Meisterin von Markus Heitz und Carsten Steenbergen. Ein Hörspiel, produziert von Audible, auch nur dort zu erhalten. Und ich habe mich mega, mega auf dieses Hörspiel gefreut, weil ich ja im letzten Jahr Monster 1983 absolut in den Bann gezogen hat. Und ich diese Story, diese Umsetzung mega grandios fand und ich gar nicht erwartet habe, dass mich ein Hörspiel, wo im Grunde ja nur die Dialoge erzählt werden, so packen und fesseln kann. Hier ist es etwas anders bei Die Meisterin, denn wir haben eben auch noch zwei Erzähler zu den Dialogen, und das hat die Geschichte anders gemacht, aber auch wirklich grandios sozusagen erzählt worden. Und Markus Heitz hat es definitiv drauf, Dark Fantasy zu erzählen. Und auch wenn es an mancher Stelle ziemlich brutal war, war es schon eine geile Story. Ja, die Sprecher sind unter anderem Bettina Zimmermann, Stefan Luca, Uwe Teschner, der leider nur ein ganz kurzes Weilchen dabei war, aber ich bin einfach ein absoluter Fan dieser Stimme. Er hat ja auch Zeiss vertont, und das fand ich ja wirklich großartig. Es gibt zu dieser Geschichte kein Buch, es gibt wirklich nur das Hörspiel. Dementsprechend kann man es eben nicht lesen, sondern muss es im Grunde hören, wenn es einen anspricht. Wir treffen in der heutigen Zeit auf Genève, und ja, sie ist eben eine Heilerin, und wir erfahren sehr schnell, dass sie ja früher oder ursprünglich eine Henkerstochter ist, die
die aber immer sehr neutral geblieben ist zwischen ja, den Scharfrichtern und den etwas magischeren Unterweltswesen, also wie zum Beispiel Hexen, Vampiren, Werwölfen. Denn ihr Vater und auch der Rest ihrer Familie ja, waren Scharfrichter, haben hier auch eine Fehde geführt und so gab es eben schon seit Jahrhunderten ja, diese Fehde zwischen den Cornelius, wo Genève dazu gehört, und den Bugatti. Und ob die Ähnlichkeit jetzt zum Auto da ist oder nicht, das sei jetzt jedem selbst in der Fantasie überlassen. Und eigentlich hält sie sich aus den Dingen raus, sie heilt sowohl die eine Seite wie die andere, gibt ihr Wissen weiter und versucht eigentlich auch gar nicht zu erzählen, dass sie ja zu dieser ja selbst ewig lebenden ja, Gattung Mensch sozusagen gehört, bis eines Tages ihr Bruder Cornelius enthauptet wird und die Fehde eben dieser beiden Scharfrichter-Dynastien wieder auflebt und ja, sich Genève dann doch irgendwie ja, entscheiden muss, sich die Geschichte genau anhören muss und dann eben ihr eigenes Urteil fällen muss. Und wir haben hier eben nicht nur die Gegenwart, wo diese Dinge passieren, sondern eben auch einen Blick in die Vergangenheit, wo wir eben diese Hexenverfolgungen erleben, diese Verfolgung der magischen Wesen, wie Scharfrichter, wie das damals ja im Grunde funktioniert hat, was es bedeutet hat, wenn man für den Vatikan selbst gearbeitet hat und ja, man ist eben in dieser Vergangenheit dabei, um diese Fehde vom Ursprung an sozusagen zu erleben, mitzubekommen. Und hier sind wir dann auch schon bei dem Punkt, den ich unglaublich brutal fand und ich finde das einfach immer sehr widerlich und brutal. Das ist eben die Hexenverfolgung und was man mit Frauen, Mehrheit waren es ja Frauen, getan hat, um eben herauszufinden, ob sie Hexen sind, ob sie Hexen waren und was natürlich totaler Humbug ist, denn die wenn es wirklich Hexen gegeben hat, dann wurden die natürlich nicht erwischt. Und man ist natürlich bei diesen Foltereien so mit dabei. Und das ist schon etwas, wo es mir wirklich in den Magen reinsticht. Und man sich so denkt, ach Gott sei Dank lebe ich in der heutigen Zeit. Und auch wenn es heute eine andere Art der Verfolgung gibt, also natürlich aktuell nicht so vergleichbar, aber es ist schon ganz schön heavy, was damals so zum normalen Leben gehört hat. Und ja, das hat Markus Heitz wirklich grandios rübergebracht. Ja, es ist die klassische Erzählweise eines Hörspiels. Man hat eben diese Dialoge unter den Charakteren miteinander. Man hat zwei Erzähler, so ein bisschen den in der Gegenwart, so ein bisschen jemanden in der Vergangenheit. Und das hat für mich die Geschichte sehr, sehr, sehr spannend gemacht. Also es war wirklich sehr mitreißend, sehr packend. Man ist dran geblieben, man hat gefühlt gar nichts anderes dabei gedacht, die Gedanken sind nicht abgeschweift, man konnte sich das alles bildhaft vorstellen, die Dialoge fand ich großartig auserzählt, sodass man als Leser immer oder als Hörer immer mit dabei war, dass man nicht das Gefühl hatte, man verpasst irgendwas, weil man eben nur diese Dialoge hat, sondern das hat Markus Heitz wirklich grandios gemacht, grandios eine Welt erschaffen, auch diese Fehde, was aus der Vergangenheit herrührt, wo die herkommt, warum, weshalb, was es so, ja, all die Jahrhunderte mit sich gebracht hat und warum wir eben hier auch eine Heilerin haben, die eben sowohl als auch heilt und eben eigentlich neutral sein möchte. Man wird von den Erzählern auch direkt angesprochen, was ich auch mega geil finde. Das mag ich auch in Büchern immer wieder sehr, sehr gerne. Es klappt nicht immer. In diesem Fall hat es gut geklappt und es ist eben so eine Erzählweise, die das Ganze eben so ein bisschen echter macht und als würde man eben mit den Charakteren irgendwie an einem Tisch sitzen und das gemeinsam erleben. Was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, war die Stimme von Bettina Zimmermann. Wenn mir auch der Rest von der Vertonung sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, fand ich doch Bettina Zimmermann für eine Heilerin, die neutral ist, teilweise sehr arrogant klingend. Ich weiß nicht, was der Beweggrund dafür war, man hatte manchmal nicht gerade die sympathischsten Gedanken über Genève, was aber einfach an der Sprecherin lag. Ich bin ja im deutschen Film nicht groß, ich kenne da zwei, drei Schauspieler, das ist es schon. Ich kenne mich tatsächlich, glaube ich, besser mit den Synchronsprechern der amerikanischen Schauspieler aus, als mit den deutschen Schauspielern. Aber Bettina Zimmermann hat mir jetzt so als Schauspielerin schon was gesagt, aber ich habe, glaube ich, nie einen Film mit ihr gesehen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass sie mir als Stimme irgendwie nicht das transportieren konnten, was ich glaube, was Genève einfach eigentlich war. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr schade. Was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dass man zum Teil zum Beispiel Schluckgeräusche unglaublich laut gemacht hat, wo ich dachte, ja, sie trinkt gefühlt alle halbe Stunde in meinem Hörbuch einen Kaffee
und immer schluckt sie. Und selbst bei einer Geschwindigkeit von 2 habe ich die zumindest unangenehm zum Teil wahrgenommen. Wahrscheinlich lag es auch daran, dass es mir irgendwann unangenehm aufgefallen ist und ich dann immer diese Schluckgeräusche gehört habe, wo ich dann dachte, oh, es ist jetzt auch mal gut. Aber was die Geschichte angeht, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Es war wirklich packend, spannend, dunkel. An mancher Stelle mir zu brutal, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja doch so ein bisschen, ja, eigentlich ein kleiner Angsthase, das muss man ja definitiv dazu sagen. Und bin ja auch ein bisschen zart beseiteter, auch wenn man mir das gar nicht so glaubt. Ich gucke da auch gerne mal in Filmen und solchen Dingen einfach mal weg, was im Hörbuch jetzt so mehr oder minder funktioniert. Das ist so, glaube ich, einfach das, warum es nicht das Highlight ist, wie es bei Monster 1983 war. Aber die Story war wirklich spannend erzählt und ich finde auch, dass Markus Heitzbühl so diesen Geschichtshöhepunkt unglaublich gut hingebracht hat. Und es klingt gegen Ende auch so, wie wenn man sich die Tür ein bisschen offen gehalten hat, um vielleicht einen zweiten Teil daraus zu machen, den ich definitiv hören würde. Und ich finde es wirklich mega toll, dass man so ein bisschen auf diesen Hörspiel Trend vermeintlich jetzt so ein bisschen aufspringt und hier auch gute Dinge produziert mit namhaften Autoren. Und ich finde, sowas ist einfach, was ein Markus Heitz auch einfach kann. Er kann Dark Fantasy und er kann das wirklich grandios. Und ich habe da richtig Lust auf Markus Heitz bekommen, ihn dann auch zu lesen. Und habe ja so ein bisschen was auf dem Sub von ihm. Und klang für mich einfach mega toll erzählt und hat mir wirklich viel, viel Spaß gebracht. Ja, ganz anders. Die Holunderschwestern von Theresa Simon, das ist unser Mai-Leseclub-Buch und es war ursprünglich nicht mein Subbuch, was ich aber gar nicht schlimm fand, denn grundsätzlich hat sich die Geschichte hinten doch auf dem Klappentext sehr spannend angehört. Es ist eine Geschichte, die auf 2 Zeitebenen spielt, also in der Gegenwart sozusagen und eben, ich glaube, wir fangen irgendwann an 1918, 16. Und eigentlich, als ich dieses Datum hörte, wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen, dass es hier sich irgendwie auf den Zweiten Weltkrieg zuspitzt, beziehungsweise wir uns ja mit dem Datum eigentlich noch im Ersten bewegen. Aber ja, es bahnte sich dann doch eine Verwicklung der Charaktere in der Vergangenheit Richtung Zweiter Weltkrieg an und ich bin einfach bei diesem Thema raus. Ich hatte ja solche Befürchtungen auch in der Clifton-Saga, wurde dann ja aber wirklich von 2 lieben Menschen gesagt, das ist nur wirklich ganz nebensächlich und vor all den Dingen, die du nicht magst, ist da drin nichts. Hier startet es zumindest in diese Richtung, die ich eben nicht mag und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Zudem habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich mit 2 Ebenen einfach nicht umgehen kann. Ich fand die Charaktere in der ersten, in unserer Gegenwart sozusagen, was ja dann im Grunde, also was jetzt im Grunde spielt, fand ich unglaublich konstruiert. Ich mochte die Charaktere nicht, ich mochte nicht, wie das dargestellt wird, dass da einfach ein wildfremder Typ in meiner Küche auftaucht. Das finde ich schon bei New Adult sehr bedächtlich. Der mir irgendwas von der Vergangenheit erzählt, dass seine Großmutter mit meiner Großmutter oder Urgroßmutter, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da dachte ich mir schon, hä, und du hinterfragst das überhaupt nicht? Wie kommt der in deine Küche? Wenn bei mir auf einmal einer in der Küche stünde, würde ich schon mal fragen, ob es ihm noch ganz gut geht. Also wenn ich ihn überhaupt noch frage und nicht die Bratpfanne hernehme. Aber das sind so merkwürdig konstruierte Dinge gewesen und ich konnte mit dem Erzählstrang in der Gegenwart gar nichts anfangen. Es war tatsächlich schon etwas spannender, in der Vergangenheit dabei zu sein, zu einer Zeit, in der wir eben auch eine junge Frau begleiten, die im Grunde das Elternhaus verlässt, ihre Zwillingsschwester verlässt, weil sie das alles so einengt und sie eben freier sein möchte und dann in die Großstadt geht, ich glaube nach München. Ja, wenn ich mich nicht irre, war es München. Und ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen spannender. Aber ich hatte einfach irgendwann nach, ich glaube, 4 oder 5 Leseabschnitten, 218 Seiten, keine Lust mehr. Es hat mich schon nach den ersten 2, 3 Leseabschnitten nicht so hingezogen, wie ich es mir erhofft hatte. Und dann dachte ich eben einfach, ach Steffi, du ahnst schon, wo es hingeht. Lass es einfach. Zudem war auch der Sprachstil halt nicht sehr packend, sondern schon ein bisschen langatmiger. Es war sehr ausufernd. Es wirkte eben auch sehr konstruiert und auch die Charaktere gerade in der Gegenwart total flach. Und ich glaube, wenn ich eben Geschichten aus der Vergangenheit lesen möchte, dann möchte ich nur diese Ebene lesen. Es war ja auch beim Lavendelgarten, glaube ich, so von Lucinda Riley, auch mit diesen 2 Zeitebenen. Irgendwie ist das nichts für mich. Und es ist ja gut,
dass man das im Grunde einfach mal festgestellt hat. Und ja, damit mehr möchte ich jetzt auch zu dem abgebrochenen Buch gar nicht sagen, weil dann schwärmen wir lieber über Highlights und ja, lassen die abgebrochenen Bücher da. Es gab ja noch eine Blitzumfrage im Leseclub und hier hat ja das Buch von Jonas Winne die Zelle gewonnen. Und ja, wenn ihr da im Leseclub mit dabei seid, dann wisst ihr das natürlich schon. Und ich finde schön, dass es ein Thriller wird im Juni und ich glaube, dass uns der dann hoffentlich doch ein bisschen, also mich zumindest, mehr packen kann. Und ich freue mich sehr drauf, so einen Thriller auch gemeinsam zu lesen. Sollte das doch sehr düster und eklig werden, dann habe ich da ein paar Leute, die mit mir auch Händchen halten. Und von Jonas Winner habe ich ja schon Murder Park gelesen und freue mich jetzt auch sehr, sehr auf die Zelle, die mir wirklich dann hoffentlich auch gut gefallen wird. Ja, weiter ging es dann mit dem neuen Buch von Matt Haig, das gefühlt schon viel zu lange auf meinem Sub lag, Wie man die Zeit anhält. Und ich bin ein großer Matt Haig-Fan. Ich mochte Echo Boy, ich mochte Ich und die Menschen, was ich grandios finde, nach wie vor ein absolutes Lebenslese-Highlight. Einfach diese Beobachtungsgabe für uns Menschen und ja, die Aliens. Und ach, das war einfach großartig. Also lest das unbedingt. Und ich war total gespannt, was Matt Haig hier gezaubert hat. Ich glaube, das eine Buch, wo es über die, genau, ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben, das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Da ging es ja um Selbstmord, um Depressionen. Und das ist, glaube ich, einfach kein Buch für mich. Dementsprechend habe ich mich mega gefreut, als das hier angekündigt wurde mit diesem wunderschönen, geilen Cover, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und ja, es wurde nun auch gelesen. Denn wir treffen auf Tom Hazard. Der sieht aus wie 40 Jahre, ist aber schon über 400. Und er hat eben schon einiges in diesen 400 Jahren erlebt. Ja, er hat im Grunde eine Krankheit, die ihn ab einem gewissen Alter nur sehr langsam altern lässt. Und so sieht er mit 18, 20 eben immer noch so aus wie 14, 15, was ihn in seiner Vergangenheit durchaus Probleme gibt, die wir uns ja hier befinden in der Hexenverfolgung. Da hatten wir vorhin schon mal was in der Geschichte. Und wir eben auch durchaus hier ja, so ein bisschen Angst haben müssen um die Menschen um Tom, ja, was da eben so in der Vergangenheit passiert sein könnte. Wir treffen auch auf Shakespeare und auf Thomas Cook und in der Gegenwart ist Tom Hazard eben, ja, Geschichtslehrer, denn er darf 8 Jahre lang in der Gemeinschaft, in der er ist, darf er sich einfach etwas aussuchen, was er sein möchte, wo er sein möchte, was er beruflich tun möchte und dann muss er einen Auftrag für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft sozusagen erbringen und wenn das wieder erfolgt ist, dann hat er wieder 8 Jahre Ruhe, wenn man so möchte. Er genießt diese 8 Jahre eigentlich immer sehr, denn er darf sich hier eben einfach Identitäten aussuchen, was er gerne sein möchte. Und da bietet es sich eben gerade an, Geschichtslehrer zu werden. Doch er ja, bricht im Grunde ja, mit seiner Regel, dass er ja, sich im Grunde nicht verlieben sollte, denn er trifft auf eine Frau, die ja, seit Jahrhunderten wieder Gefühle für ihn hat und auch er Gefühle für sie entwickelt. Und was ein bisschen dazwischen steht, ist die Suche nach seiner Tochter Marion und ja, was es so ein bisschen mit dieser ganzen Gesellschaft und so auf sich hat, ja, das liest man am besten selbst. Denn sehr geil ist natürlich, dass wir auch einfach Charaktere wie Shakespeare treffen, meine große Klassikerliebe natürlich und ich es einfach großartig finde, wie unser Protagonist mit ihm einfach so plauscht, als wäre das nichts Besonderes, was es ja in der Vergangenheit auch nicht gewesen wäre. Was uns dieses Buch aber erzählt, ist neben den geschichtlichen Dingen natürlich auch einfach, wie die Zeit funktioniert, wie sich Zeit anfühlt, wenn sie eben anders vergeht als klassischerweise für uns. Und selbst für uns fühlt sich ja Zeit durchaus immer anders an. Es gibt Tage, da fragt man sich abends, oh Gott, wo ist der Tag hin? Es gibt Wochen, wo man sich denkt, ich habe die Woche gar nichts geschafft und ich bin schon am Ende. Es gibt wieder Tage, wo man sich denkt, oh, heute zieht sich aber alles. Oder sich eben auch einfach Momente, wo man denkt, ja, heute ist das Tempo gut. Und man fragt sich ja immer, wo ist die Zeit geblieben? Warum verfliegt sie? Warum zieht sie sich so? Wenn man alleine an langweilige Schulstunden denkt, bis da mal eine Doppelstunde rum war, hat man schon gedacht, oh mein Gott, hier, ich komme um vor Langeweile. Während es dann eben durchaus Stunden gab, wo man dachte, warum sind denn jetzt die 4 Stunden hin? Ich glaube, solche Gefühle kennen wir alle und es war mega spannend, so ein bisschen daraus zu lesen, wie das Matt Haig sieht, wie Matt Haig die Zeit betrachtet, wie er sie im Grunde dehnt, indem er ja im Grunde Tom erschafft, der eben ganz, ganz viel Zeit hat, der 400 Jahre lebt,
was er erlebt hat, was das gefühlsmäßig mit einem Menschen macht, wenn man so lange im Grunde auf der Welt ist und eben auch nicht unbedingt allein ist, was man tut, wenn man ja sich eigentlich so abkapseln muss von der Welt, wenn man 8 Jahre verschwinden muss, weil es würde ja auffallen, und er auch so die Probleme der heutigen Zeit anspricht, was die Fotografien angeht, die Datenspeicherung, dass man eben immer wieder erkannt wird, dass man nicht mehr so verschwinden kann, wie es früher der Fall war, und natürlich auch die Probleme der Vergangenheit, was es eben so mit der Hexenverfolgung auf sich hatte, was es für Probleme so im Mittelalter gab, und natürlich ja, im Grunde umso näher wir an die Gegenwart kommen, ja, wie spannend es war. Also wenn wir dann wirklich hier vom Königshaus Dinge erfahren, und also sehr, sehr spektakulär, was Matt Haig hier alles in diese Geschichte packt, und das in einem Schreibstil, der mir unglaublich gut gefällt. Ich finde, er bringt die Beobachtungen, die er bei uns Menschen macht, einfach so auf den Punkt, und das schafft er einfach immer, immer wieder einfach grandios. Man hat wirklich so das Gefühl, es wird einem der Spiegel vorgehalten, vor die Gesellschaft gehalten, und man erkennt Dinge, die man zwar irgendwie schon weiß und ahnt und auch vielleicht sich sogar schon mal darüber Gedanken gemacht hat, aber hier werden sie eben präsentiert wie auf einem Silbertablett, und das macht Matt Haig für mich wirklich einfach großartig. Was mir ein bisschen gefehlt hat in dem Buch, ist so ein bisschen der Spannungsbogen in der Gegenwart. Ich fand es schön, dass wir diese Rückblicke hatten, und da hat die Geschichte durchaus auch Spannung gehabt, war packend und mitreißend. In der Gegenwart war es für mich immer so eine Spur, wo ist denn der rote Faden? Der hat mir tatsächlich an mancher Stelle so ein bisschen gefallen, dass man eben so diese Auswirkung von 400 Jahren Leben noch so eine Spur mehr im Grunde spürt. Und was ist der Antrieb, um eigentlich weiterzumachen? Und nichtsdestotrotz auch ein kleines Highlight für mich. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht, den Matt Haig zu lesen. Ich bin einfach ein Fan von dieser Art des Schreibens, des Rüberbringens, des Geschichtenerzählens. Und ich finde, Matt Haig hat das wirklich einfach wieder großartig gemacht. Er hat mich gut unterhalten, und ich habe das Buch auch, glaube ich, in 3 Tagen weggesuchtet, und hat mir riesigen Spaß gemacht, und auch das Cover finde ich tatsächlich sehr, sehr gelungen, finde ich super, super schön, und freue mich da auf jeden Fall auch auf das nächste Buch von Matt Haig. Und als letztes soll es dann um die 2. Staffel von Tode, Mädchen, Lügen nicht auf Netflix gehen. Ja, ich bin zurzeit ein bisschen im Serienfieber, angefangen ja mit The Handmaid's Tale, weiter über Big Little Lies. Alles verwirrend, auf Sky. Bevor es nach Frankfurt ging, startete dann schon die 2. Staffel von Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix, und das musste natürlich Sonntagabend zum Entspannen direkt gestartet werden, und ich habe gefühlt die ganze Woche nichts anderes gemacht als diese Serie gesuchtet. Es sind wieder 13 Folgen, wie man es von der 1. Staffel kennt. Und in der 1. Staffel ging es ja darum, also das ursprüngliche Buch von Jay Asher war ja 13 Reasons Why, also 13 Gründe warum. Und wir beleuchten hier ja den Selbstmord von Hannah Baker, die 13 Kassetten zurücklässt, um ihre Geschichte zu erzählen. Und diese 13 Kassetten gibt sie ja im Grunde an all diese Personen weiter, beziehungsweise tut das jemand für sie. Und alle dieser 13 Charaktere ist mehr oder weniger daran schuld, dass sie sich im Grunde das Leben genommen hat. Und da erfahren wir von Mobbing, von sexuellen Übergriffen, Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung wirklich alles. Es war ein sehr nervenaufreibendes Buch, und auch die Verfilmung, die Serie hat für ziemlich viel Gesprächsstoff gesorgt, was eben Mobbing an Schulen durchaus sein kann. Auch der Selbstmord von Hannah Baker wurde durchaus kritisch betrachtet, ob die Gründe wirklich reichen oder nicht und ob dieses Mädchen nicht nur jammert oder nicht. Und man sich so denkt, wer weiß, wie viele Menschen es da draußen einfach gibt, denen es genauso geht, und man eben einfach dann nicht mehr entscheiden kann, hat es gereicht oder nicht, was rechtfertigt einen Selbstmord, was rechtfertigt es, jemanden umzubringen, welche Gedanken haben Kinder, die im Grunde Amok laufen, wie kann es so weit kommen, dass Kinder so gemobbt werden, Jugendliche sich gegenseitig so fertig machen, dass im Grunde ja nichts mehr anderes übrig bleibt, als es mit Gewalt sozusagen irgendwie zu beenden, zu lösen. Und die 1. Staffel war für mich sehr, sehr nervenaufreibend, es hat mich sehr getroffen, es hat mich sehr berührt, es hat mich
sehr oft emotional auch aufgewühlt und ich bin mega, mega dankbar, dass das in meiner Jugend einfach gar kein Thema war. Es kein Mobbing gab, es gab Zickereien, keine Frage, es gab Lästereien, es gab Streitereien, aber diese extreme psychische Ebene des Mobbings, also da kann ich mich zum Glück nicht erinnern, dass es das in irgendeiner Art und Weise, irgendeiner Form gab, aber es gibt es das. Und ich war sehr gespannt, da die Geschichte des Buches ja mit der ersten Staffel erzählt war, war ich sehr skeptisch, als ich hörte, es wird eine zweite Staffel geben und war sehr neugierig, was nun passiert. Und die zweite Staffel, ohne Spoiler, erzählt schon im Grunde die Geschichte von Hannah Baker, umfasst aber diesmal einfach die Geschichten all dieser, ja, 13 Jugendlichen, die eben Teil der Kassetten waren, und erzählt uns so ein bisschen aus deren Leben und macht die so ein bisschen tiefgründiger und lässt eben durchaus die Geschichte, die uns Hannah erzählt, auch manchmal aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen. Und da merkt man eben, dass tote Mädchen vielleicht doch manchmal gelogen haben oder eben auch nicht. Und wie eben die Wahrnehmung von einem Geschehnis aus zwei Sichten ganz anders irgendwie dargestellt sein können und deswegen trotzdem keiner lügt. Also das fand ich in der zweiten Staffel jetzt sehr, sehr spannend. Es sind wieder 13 Folgen, weil sie sich natürlich so ein bisschen im Gerichtsprozess wir uns wiederfinden, wo eben die Eltern von Hannah gegen die Schule klagen, warum hier nicht geholfen wurde. Und eben all diese Geschichten wieder auftreiben. Und der Hauptgeschichtenerzähler ist natürlich Clay, wie er das auch schon in der ersten Staffel war. Ein guter Freund sozusagen von Hannah, der ist gefühlt nicht richtig überwindet. Wie auch immer, dass im Grunde Hannah sich das Leben genommen hat. Da fehlen hier einem die Worte. Und es ist interessant erzählt, es hat sehr spannende Momente, sehr packende Momente, es hat aber auch manchmal Momente, die sehr an den Haaren herbeigezogen sind, das muss man ganz ehrlich sagen. Bei manchen Dingen dachte ich, ha, Leute, also, ha, ja, und es gibt eben auch so Ungereimtheiten, wo dann eben Geschichten erzählt werden, die sich eben eigentlich zu den Kassetten von Hannah doch ein bisschen falsch anhören, die eigentlich keinen Sinn machen, keine Logik beinhalten und eigentlich die Sachen aus der ersten Staffel auch so ein bisschen widersprechen. Und das war so ein bisschen was mich sehr geärgert hat, denn es war einfach in der ersten Staffel sehr durchdacht. Es war klar, dass Hannah ihre Geschichte erzählt und nicht immer die der anderen oder der Blickwinkel der anderen so wahrgenommen wird, aber dass man eben Dinge so rumdreht, dass sie jetzt wieder eine Spannung ergeben, das fand ich persönlich ein bisschen zu konstruiert. Zudem merkt man, dass einfach die Romanvorlage fehlt, die Charaktere ein bisschen oberflächlicher bleiben, nicht mehr so Tiefgang bekommen, wie es für mich zumindest in der ersten Staffel und im Buch der Fall war. Und gerade so der Spannungsbogen war manchmal schon, also so ein bisschen vorhersehbar. Nach 3 Folgen hat man einfach verstanden, wie es funktioniert und war dann über manche Dinge nicht mehr überrascht, die einen vielleicht hätten überraschen sollen. Zudem ist auch das Ende für mich dieser Staffel sehr, sehr fraglich und auch so ein bisschen unverständlich, warum man das so gelöst hat. Es ruft förmlich nach einer dritten Staffel. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und ich frage mich halt, warum? Also ich hätte jetzt gern die 13 Gründe, warum man noch eine dritte Staffel dranhängt und warum man die zweite Staffel hat so enden lassen. Weil ich, trotz aller Schockmomente, die mein Wunschende wahrscheinlich gewesen wäre, hätte es mir einfach gewünscht, um einfach, wenn wir hier schon Schocker machen, wenn wir hier schon Augen öffnen wollen, wenn wir hier Betroffene ansprechen wollen, dass die aufgerüttelt sind und sich Hilfe holen, dann müssen wir das aber bis zum Schluss durchziehen. Am Ende den Arsch nicht mehr in der Hose zu haben und das so enden zu lassen, fand ich persönlich, also das fand ich total unfair der Story und der Charaktere, so beknackt sich das jetzt wahrscheinlich anhören mag, gegenüber total unfair, weil es baut sich etwas über 2 Staffeln auf, über 26 Folgen und dann, ja, das ist so, ja, ich fand es spannend, packend, es gab wirklich Momente, wo ich auch die Augen zugemacht habe, die mich wieder in so einen Abgrund haben driften lassen. Und wenn man da 3 Folgen am Stück anguckt, ich glaube, danach lacht gefühlt auch keiner mehr. Da ist die Welt wirklich dunkel, gemein, böse und
Das ist schon, da muss man, glaube ich, schon ein gefestigter Charakter sein, damit einen das nicht irgendwie in den Abgrund zieht. Und ich bin da auch ganz froh, dass ich da einfach mit lieben Freunden drüber sprechen kann. Auch mit meiner Schwester, die sich angeguckt hat. Und natürlich auch einfach der Austausch mit den Menschen, die es auch kennen. Und ich fand auch gut, dass wieder so ein bisschen, dass wir eine Altersfreigabe von 16 haben, die ich vielleicht sogar noch zu früh finde. Und eben darauf hingewiesen wird, was hier passiert. Und manchmal eben auch nochmal explizit die Warnung kommt, dass sehr verstörende Dinge passieren und es im Grunde sich nur Erwachsene anschauen sollen. Nichtsdestotrotz finde ich das Thema ein sehr spannendes für unsere Zeit und glaube, dass man einfach darüber sprechen muss, was an Schulen vor sich geht, was dieser Leistungsdruck mit den Jugendlichen macht. Den gibt es mit Garantie auch in Deutschland. Ich glaube, da können wir uns gar nicht von freisprechen. Und dass man eben mit unseren Kindern, Jugendlichen einfach reden muss. Und das klingt jetzt wieder so einfach, das ist mir schon klar. Aber wenn diese Serie hilft, dass 5 junge Menschen darüber sprechen, sich Hilfe holen, ich finde, dann hat die Serie schon einen Erfolg. Und dann ist das für mich auch absolut gerechtfertigt, dass man so drastisch eine Geschichte erzählt. Das ist für mich einfach so der Fakt. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird in Momenten, wo man denkt, man ist ganz allein auf der Welt und erfährt durch ein Buch, durch eine Serie, durch einen Film, dass man es nicht ist, dass das anderen passiert und vielleicht schaltet sich irgendwas um und dann ist das doch schon gut. Also gar kein, ne, das, ich finde, so eine Macht hat durchaus Literatur und auch Film, was ja in dem Fall auch der Fall ist. Und ich finde, dann hat das auch seine Berechtigung und dann sollte man drüber sprechen und ja, sollte die Chance im Grunde nutzen. So, nach diesem schweren, schweren Thema versuchen wir jetzt den Schwenk sozusagen ins Wochenende, was ja im Grunde da bevorsteht, wenn ihr euch dieses Video vermutlich anguckt. Und es hat mich schon sehr getroffen und hat ja auch schon das ein oder andere Tränchen wurde vergossen, aber jetzt gehen wir wieder positiv in die nächste Bücherwoche und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch oder die jeweiligen Autoren dazu oder vielleicht habt ihr auch Hörspiel-Buchtipps. Wenn ihr sagt, hey, Monster 1983 hat dir gefallen, dann hör mal da rein, würde ich mich mega, mega drüber freuen. Und natürlich auch, was ihr sonst so ein bisschen in den Kommentaren loswerdet, würde ich mich auf jeden Fall auf den Austausch freuen. Und wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.